Hey Freunde, willkommen bei einem neuen Let's Play von mir, Astroneer. Vor kurzem auf Steam erschienen. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Let's Play. Ich denke, das wird genauso unterhaltsam wie Slime Rancher. Wir werden diverse Planeten erkunden. Ich freue mich so richtig drauf. Wir werden es nicht alleine machen. Wir werden es mit dem Altbekannten und Rivalen von FIFA, Forest und keine Ahnung, was wir noch für Spiele gespielt haben. Ja, Rise, Son of Rome haben auch noch gezockt und es werden wahrscheinlich noch viele andere Spiele kommen. Ja, wir werden es mit X-Striker begleichen, beziehungsweise das Spiel beginnen. Begleichen werden wir bestimmt keine Rechnungen heute, aber wir werden ein bisschen zusammen im Koop ein paar Planeten durchforsten und ich freue mich wahnsinnig auf das Let's Play, Freunde. Wir legen los, ich nehme den dicken. Es gibt hier vier verschiedene Raumanzüge. Der ist mir ein bisschen zu dünn, der ist mir ein bisschen zu orange, der ist genau richtig, glaube ich, und der ist mir dann wieder zu dünn. Ich nehme den hier, dann starten wir mal und landen auf dem Planeten. Ich bin gespannt, wo es lang geht und wo wir dann letztendlich landen. Das Spiel sieht einfach schon super genial aus. Und hier können wir erstmal die Kamera drehen. Wir sind in dieser coolen Kapsel und landen jetzt auf diesem mysteriösen Planeten. Also die Grafik ist halt ziemlich comic-mäßig gehalten und ich weiß gar nicht, ob das hundertprozentig überhaupt laufen wird im Koop, weil das ist eine Pre-Alpha. Kann also sein, dass es hier diverse Abstürze geben wird. Deswegen nicht so böse sein. Wir werden immer schön chillen. Jetzt steigen wir erstmal aus und warten auf X-Striker, bis er hier oben irgendwo am Himmel erscheint und landet. Da freue ich mich besonders drauf. So, Freunde, dann warten wir jetzt mal ein bisschen auf X-Striker, bis der hier landet. Die Welt sieht ziemlich blau aus. Ob das jetzt... Ne, das ist kein Wasser. Das kann ja kein Wasser sein, weil wir da... Oh! Oh mein Gott, die Landung habe ich voll verpasst. Verdammt nochmal, da bist du ja schon. Ja, so schnell geht's. Scheiße, jetzt habe ich die Landung gar nicht gefilmt. Ey, Mann, jetzt fliegt deine Kapsel einfach weg. Ach, das ist ja Mist. Ja, das Spiel ist ja echt vor kurzem erst erschienen. Ich freue mich ja richtig auf das Spiel. Was hast du da für ein Gerät? Ich weiß auch noch nicht so ganz. Irgendwas zum Abbauen. Staubsauger oder was? Ja, so in der Art. Willst du kaufen? Nee, will ich nicht. Habe ich wahrscheinlich selber. Guck mal hier, was sind das denn hier für Pfeile? Kannst du mir das mal erzählen? Weißt du das? Das musst du abbauen, beziehungsweise das kannst du abbauen. Das müssen wir abbauen und Harz müssen wir auch abbauen. Ja. Okay, und diese einsammeln Harz, das heißt, wir bauen da einfach so ab, da drüber mit diesen Kreisen oder wie funktioniert das genau? Genau, das siehst du ja auch. Hinten an dem Gerät tauchen dann die Harz-Dinger auf. Dann siehst du, dass du das einsammelst. Stimmt. Ja, stimmt, jetzt sehe ich es gerade. Nice, das brauchen wir also. Für was brauchen wir das denn genau? Oh, ja, dann kannst du verschiedene Gebäude und so nachher bauen. Es wird dunkel. Soll ich dir dann helfen oder soll man lieber sich die Arbeit zahlen oder wie funktioniert das? Das weiß ich auch noch nicht so ganz. Und die Energie, die können wir uns aufladen hier, wenn wir hier einfach an der Kapsel stehen, oder? Hätte ich jetzt gesagt, ja. Naja, gucken wir mal. Was gibt's hier noch? Können wir irgendwie schon uns weiter fortbewegen oder... Kannst du schon, aber wie gesagt, Sauerstoff geht halt schnell runter, ne, wenn die Verbindung weg ist. Ja, aber ich habe hier auch noch an der Maschine, guck mal, da hängt hinten dran noch irgendwas dran. Siehst du das? Ja, das ist das, was du eingesammelt hast. Aber, ach so, okay. Wenn du Q drückst, geht ja dieser Rucksack auf und dann kannst du da gucken, was du brauchst und was du bauen kannst. Okay, ja, aber wie baut man denn letztendlich? Habe ich nur Q und E, die Tasten, oder was haben wir noch für Tasten? Sollen wir jetzt, guck mal, das Ding haben wir ja noch gar nicht abgebaut, richtig. Hier, das Teil hier. Ja, ich glaube, mehr kannst du da auch nicht, oder? Warum ist denn dieser blöde Pfeil noch da drüber? Ja, ich denke mal, das wächst nach, deswegen. Ach so, jetzt habe ich wieder keine Energie. Okay, jetzt, wo sehen wir denn, wie viel Luft ich noch habe? Das sagt er dir dann, wenn du 50% oder so hast. Ach so, du klickst hier auf diesen komischen Eingang hier oder was das ist, diese Verbindung, und dann kannst du irgendein Gebäude bauen hier, aus Harz irgendwas. Ach so. Dann bauen wir das Ding nochmal. Aber ich habe kein Harz, das ist das Problem. Hast du nicht Harz abgebaut? Nö. Moment. Muss mal kurz gucken hier. Wo gibt's hier Harz? Ja, ich habe Harz gerade abgebaut. Ach, das muss ich jetzt hier reintun, und wie tue ich das da rein? Klick mal an hier, dann kannst du da... Nee, das Gerät musst du wegnehmen. Ach so. Klick mal das mal an. Siehst du, jetzt kannst du da irgendwie was bauen. Ah, was ist das denn jetzt hier geworden? Ja, warum hast du das in den Keller gebaut, Mann? Das ist deswegen, weil du da gebuddelt hast erstmal. Scheiße. Ja, und was ist denn jetzt los hier? Hä? Das weiß ich auch noch nicht so ganz. Was soll das sein hier für ein Gerät? Auf jeden Fall hast du jetzt eine Sauerstoffverbindung von dem Ding auch, so wie ich das sehe. Ja, aber das bricht doch direkt ab hier. Das ist ja nicht Nein, weit. Nein, guck mal, wie weit ich das ziehe. Naja, bei mir nicht wirklich. Guck mal, bei mir ist es bis hierhin. Was? Bei mir ist schon längst weg. Hä? Ich sehe immer noch so zwei Dinger hinter mir her. Bei mir sehe ich gar nichts. Hä? Ich sehe das doch auch, das hier. Guck mal, hier ist was. Dann lass uns das schnell mal einsammeln, was auch immer das ist.
So, bauen wir das Zeug mal ab. Gemisch. Irgendein komisches Gemisch. Ey. Was haben wir auch für coole Staubsauger? Das gefällt mir. Das ist ja wie bei Slime Ranch. Ey. Ist so. Scheiße, die Energie leer. Ey. Ja, ich muss auch mal zum Base. Ah, verdammt. Gucken wir, was wir noch bauen können. Da geht noch was. Auf jeden Fall. So. Ich hab, aber das, ich finde das ein bisschen blöd, dass man sieht nicht genau, wie viel Lebensenergie ich noch habe. Lebensenergie, kannst du überhaupt? Ach, brauchen? Lebensenergie meine ich hier. Hier dieses Luft. Man sieht, oder sieht man das irgendwie an dem Teil hier, an dem Rucksack? Oder woran sehe ich das? Das weiß ich auch noch nicht so ganz. Guck mal, wir können das Ding hier noch weiterbauen, aber wofür? Sinnlos. Können wir irgendwie irgendein Fahrzeug bauen oder irgendwie sowas? Weiß ich noch nicht. Muss man mal gucken, ne? Das ist ja ein bisschen kompliziert. Solarmodul, guck mal. Ja, sowas bräuchten wir. Da hätten wir schon mal Energie. Aber wie bauen wir das Ding? Das ist die Frage. Was brauchen wir denn dafür für Solarenergie? Keine Ahnung. Steht das da? Ja, Gemisch brauchst du dafür. Hast du das nicht gerade abgebaut? Ja, ja. Warte, ich lauf nochmal hin, lauf ein bisschen, bau den Rest nochmal ab. Ich komm mal mit. Zack. Mit der Maschine. Ja, macht echt Bock, das Spiel. Ich hab da voll den Krater reingewichst, ey. Scheiße. Scheiße, aber da unten ist auch noch mehr, guck mal, das ist noch voll versteckt da unten, ey. Kann man hier eigentlich durch den Planeten durchbuddeln, weißt du was? Dann komm in China an. Scheiße, voll das Loch da drin, ey. Nee, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht reinfallen. Was sind diese Scheißdinger hier für Teile? Keine Ahnung, organisch irgendwas. Komm, wir sammeln einfach von jedem ein bisschen eine. Keine mal, Energie. Hier ist nochmal Harz, Alter. Bah, wir müssen unser Ding auf jeden Fall mal verbessern, ne? Keine Hartz Energie, vier? Läppsch, ja, unser Hartz-IV-Gerät hier. Scheiße. So. Tam, 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 tam. Irgendwas muss man hier noch bauen können, so. Ah, ich glaube, diese blaue Leiste da oben an dem Rucksack, ich glaube, das ist die Lebensenergie. Guck mal, die geht ja auch immer runter. Jetzt lädt das sich bei mir aber wieder auf gerade. Ja, weil ich auch gerade an dem Ding hänge jetzt, an dem Kabel. Aber wenn ich den Rucksack aufmache, lädt sich bei mir auch das Gelbe auf, was in der Mitte vom Rucksack ist. Ich glaube, das ist die Luft oder so. Ja, weiß ich jetzt nicht. Kann natürlich sein. Schwer zu sagen. Guck mal, jetzt habe ich hier das Ding einfach gebaut. Aber wofür sind die Dinger, ey? Du hast ja wieder Hartz IV gebaut. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, wofür das Ding ist, ey. Das ist auch Hartz IV, bloß nicht bauen. Hä? Du hast jetzt zurückgezogen, das Ding. Ja, genau, weil ich wollte das jetzt nicht. Hartz IV haben wir schon drei Stück von uns. Ja, und was mit dem Solarmodul jetzt? Ja, da brauchst du Gemisch für, oder was? Ja, habe ich hier im Rucksack, aber hä? Ich kann das hier auch einfach hinlegen, guck mal. Da liegt das jetzt, da vorne. Aber wenn ich auf Solarmodul klicke, oder wie platziert man die Dinger denn? Guck mal, Batterie, Verbindung, Tank, Generator, Leuchtfeuer, Windfahne, Solarmodul. Mehr können wir im Moment nicht bauen. Ach, Solarmodul hängt uns bei uns auch hier oben am Rucksack dran. Hast du das gemerkt? Guck mal. Hä? Ja, du kannst den mit Q dann anklicken. Dann kannst du die Sachen dran machen, links und rechts. Ah, ich habe zwei Stück davon. Wahrscheinlich lädt das deine Energie auf am Rucksack. Weißt du, was ich meine? Kann schon sein. Schwer zu sagen, ne? Ja, dann lassen wir das mal am Rucksack, hätte ich gesagt. Das lädt echt den Rucksack auf. Ja, ist ja nice. Aber was bringt das? Das ist die Frage. Ja, dass du nicht immer zur Base zurück musst, um Energie aufzuladen, weil das durch Solar aufgeladen wird, durch Sonne halt. Ach so, macht Sinn, klar. Jetzt können wir weiterlaufen und hier da oben das Ding abbauen. Ja, genau, da oben das Ding abbauen. Ne? Ist ein bisschen weit weg, glaube ich. Komm, ich baue hier den Harz ab. Ja, Harz 4, der bisschen Tag gehört das dir. Das Harz, den Harz, die Harz. Oh, hier ist Gold oder was, Alter? Alles abbauen, brauchen wir. Bah, was ist das? Nee, das ist irgendwie komisch. Was ist das hier oben? Ich komme da kaum hoch, ey. Bah, was ist das für ein nices Spiel, Junge? Das habe ich vermisst, ey, auf Steam, ey. Nice. Da ist No Man's Sky ja gar nicht mal so geil. Bah, ich bin tot oder so. Wie, du bist tot, ey. Ich weiß auch nicht. Bah, ich bin echt kaputt. Nein, was hast du gemacht, Alter? Bah, ich lauf mal zu... Oh, nee, ich kann nicht mehr zu... Ich muss erst mal zu Base laufen, warte mal. Spiel wird gespeichert, ey. Bei mir hat das Spiel gespeichert. Ich habe Ich hab gespeichert, weil ich bin eben in die Base. Ich hatte irgendwie einen Bug. Warte mal, ich muss das Leben hier holen, ey. Sauerstoff. Ich muss eben zu Base. Können wir nicht irgendwie Vorratskammer bauen oder so? Ich kann nicht mit dem Scheiß die ganze Zeit mitlaufen. Was ist das denn? Schon. Tank ist, schätze ich mal, der Vorratsbehälter. So, ich versuche den mal zu bauen, aber die Frage ist, wie? Bei mir ist das Spiel abgestürzt. Glaubst du das? Nee, glaube ich dir nicht.
Doch, ist aber so gut, dass ich gespeichert habe. Warte. Ja, jetzt kann ich nicht nachjoinen, ne? Ja, so ist das Problem. So ist das, so ist das. So ist das. Blöd gelaufen, ey. Tja, dann müssen wir jetzt mal hier einen Break machen. Ist das blöd. Und sehen uns beim nächsten Mal. Bei Astroneer.